Sehr gut. Richtig produktiv heute, schon gleich am Anfang. Also es gibt jetzt den Death-Counter-Reset. Es gab ja früher schon den Todes-Counter. Den kann man aber nur anzeigen lassen, das kann jeder. Mit Ausrufezeichen Death, also Tod. Und Mods können das mit Ausrufezeichen Death Plus um 1 hochsetzen. Wir konnten es aber nie runtersetzen. Das heißt, die Tode von Dead Cells, Spelunky und Blubdiwub sind alle zusammengeschmissen worden in einen Pool und haben sich seitdem angesammelt. Jetzt können wir das resetten. Das mache ich dann mal vor dem Stream. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Es ist noch nicht ganz halb. Das heißt, ich bin noch im Entspannen-Modus. Ich werde auch erst um halb anfangen zu erklären, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Und es ist ein bisschen was, weil ich wollte so einigermaßen aufholen, was Ashlyn gemacht hat, weil wir mussten ja neu anfangen. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Was verständlich wäre, weil es jetzt ziemlich viel Content ist bei mir gerade. Also es ist jetzt ein relativ neues Spiel. Ashlyn war leider zu verbuggt. Wir mussten jetzt mit der 1.05-Version nochmal neu starten. Damit es alles ein bisschen besser geht. Aber das ist auch ganz okay. Und guten Abend an Saras, Rex Holly, Rong Kong Koma, Quarks, Mr. Papaya, Vollpatsch. Hallo zusammen. Ja, ich bin in Farbe. Ich habe es hinbekommen, die Kamera wieder einigermaßen einzustellen. Also war es wohl doch nicht die Schuld der Kamera, sondern ich habe da irgendeine Einstellung vermurkst. Aber ja, wir haben... Oh oh. Spielst du schon auf der 1.6-Version? Es gibt eine 1.6-Version. Nein. Steam, was... Oh, steht Update. Warum steht da Update? Was macht die 1.06-Version? Ich werde das jetzt nicht patchen, weil ich wette, wenn ich das patche, dann ist wieder der Deutsch-Patch nicht in Ordnung oder sowas. Außer der behebt irgendwie noch was richtig Wichtiges. Weil bisher... Also ja, Rot breitet sich aus. Aber das tut Blau auch und Gelb auch. Es geht noch. Und es ist noch kein Königreich aufgelöst worden, soweit ich das sehen kann. Also es scheint balancierter zu sein. Ja, also da brauche ich auf jeden Fall Feedback, was der Patch genau macht. Also irgendwas Wichtiges macht oder nicht, bevor ich da irgendwas anfasse. Weil ich habe auch noch einen Mod installiert. Das könnt ihr jetzt mit Ausrufezeichen Mod sehen, hoffentlich. War es Mod oder Mods? Ich glaube, es war Ausrufezeichen Mod. Also es ist einmal der Deutsch-Patch und einmal ein Mod, der heißt Faster Dialog. Ich glaube, Faster Dialog. Okay, Ausrufezeichen Mod ist es anscheinend nicht. Ja, Mods sind's. Das sieht komisch aus mit dem Deutsch dahinter. Kann ich das noch schnell on the fly ändern? Mods da edit. Ich hätte gerne. Shift-Enter? Nö. Ich kann da anscheinend kein Leerzeichen drin machen. So, Rex Holly sagt wegen dem Patch jetzt, in der Arena kannst du skillen und deutsche Mods funkt auch. Dass ich in der Arena skillen kann, ist für mich kein Argument mehr, das zu patchen. Also wäre jetzt nochmal irgendwas behoben worden vom Balancing her, was die Fraktionen angeht oder ähnlich wichtig ist das gerne. Aber ich kann in der Schlacht skillen. Theoretisch, ich will ja euch nicht zum Exploiten ermutigen, aber ich habe heute tagsüber, während ich den Speicherstand auf den einigermaßen Stand von Ashlyn gebracht habe, wobei nicht mal ansatzweise, aber ich habe halt versucht, wieder aufzuholen, dass wir nicht zu lange grinden müssen hier im Stream. Dabei habe ich dann nebenbei andere Streams geguckt, unter anderem auch von Spiffing Brit, der hat das Spiel so kaputt gemacht. Also ja, es gibt sehr viele Exploits. Und ich würde euch auf jeden Fall davon raten, die Finger davon zu lassen. Wenn ihr was merkt, dass es zu gut ist, ist es aus gutem Grund zu gut, weil es buggy ist. Nicht machen. Das macht das ganze Spiel kaputt. Laiko sagt, wovon? Hier von Bannerlord hat er zerrissen. Super schnell. Wobei ein, zwei Sachen davon schon gefixt sind. Was auch ganz gut ist. Die Entwickler gucken also wohl zu. Er hat wohl eine alte Version, ich habe keine Ahnung. Ja, es trudeln langsam die ersten Leute rein, aber ich warte noch 10 Minuten, bis ich anfange, eine große Zusammenfassung zu machen. Bis dahin schnacke ich nur so ein bisschen und trinke meinen Kaffee. Genau, Exploits.
Also zum Beispiel, das, was gerade jetzt gemeint wurde mit in der Arena kannst du skillen. Weil normalerweise kann man in der Arena, glaube ich, nicht skillen und bei Turnieren auch nicht. Du könntest aber theoretisch einfach nach einer Schlacht auf Pferde einschlagen. Konntest du in Mount & Blade 1 übrigens auch. Du konntest einfach nach der Schlacht tock, 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 tock Pferde umhauen oder eigentlich Leute konntest du nicht anhauen, aber Pferde konntest du umhauen und dadurch deine Skills hochtreiben. Könntest du hier theoretisch auch. Aber solltet ihr nicht machen, weil es ne, geht dann zu schnell alles. Dauert halt ewig. Ja, aber das muss man halt nicht. Was ich heute auch recht viel gemacht habe, war mit Trading mich auseinandersetzen. Also die Workshops. Da werde ich auch mit euch zusammen ein bisschen rumtüfteln. Weil die Information, die ich so von anderen Streamern bekommen habe, war: such dir einfach eine Stadt aus, guck, was die Dörfer so an Ressourcen generieren und baue es dann da. Und was ist dann okay? Und wenn das nicht funktioniert, dann kaufst du einfach die Ressourcen und schmeißt sie in die Stadt. Aber es geht. Können wir auf den. Da. Wir haben eine Töpferei für 217, wir haben eine andere Töpferei für 315 und eine Brauerei für 164. Aber vergleich das mal mit den Werten, die wir mit Ashlyn hatten. Mit Ashlyn hatten wir einfach nur drei Töpfereien irgendwo hingeschmissen, haben nichts gekauft, nichts, ne, hingeliefert, gar nichts. Und wir hatten da plus 500, plus 600. Aber ich denke, das sind jetzt die besseren Werte, das sind jetzt die gefixten Werte. Denn unsere Workshops waren ja im roten Bereich und die roten waren ziemlich überpowered im letzten Spiel, wegen den Bugs von den letzten Patches. Und es kann dann zusammenhängen mit dem. Wie heißt das? Hier, mit dem Wohlstandswert. Das heißt, je höher der Wohlstandswert ist, desto besser produzieren die Workshops vielleicht. Also zusätzlich dazu, dass wir die Ressourcen brauchen. Also hier bei der Töpferei bräuchten wir Lehm vor Ort. Das heißt, Punkt 1, Lehm muss vorhanden sein. Die produzierten Güter, also Töpfereizeug, muss verkauft werden. Wenn sich das staut, gibt es, glaube ich, auch weniger Profit. Und dann vielleicht noch der Wohlstand. Und da Wohlstand buggy war, hatten wir dann 500, 600. Das könnte ich mir vorstellen. Ein vierter Faktor, der vielleicht noch mit reinspielt, den werde ich jetzt mit euch nachher noch testen, wären die ganzen rumlaufenden Banditen. Weil wenn Karawanen und Bauern nicht in die Städten ankommen, wird nichts gekauft und verkauft und das sollte das dann auch runterreißen. Kuriatur meint, das hatte Spiff ja auch gemacht mit Woodwork. Genau, das funktioniert nicht mehr. Habe ich auch nochmal getestet. Also ich habe es mit Oliven gemacht, ich habe es mit Weizen gemacht und mit Lehm. Und es ist nie höher gegangen als 300. Was? Einnahmen hängen von Reichsgröße ab? Könnte meinen, dass es realistisch ist. Ja, nee, Reichsgröße sollte es nicht sein, sollte der Wohlstand wert sein, wenn überhaupt. Weil es bringt ja nichts, wenn das ganze Reich riesig ist, aber der Stadt geht scheiße, weil sie gerade katapultiert wurde. Das wäre komisch. Und guten Abend, Joy. Wir sind gerade noch im Entspannungsmodus. In 5 Minuten fange ich an mit der Zusammenfassung. Also genau, Kyria. Deswegen meine ich auch, der hat vielleicht eine ältere Version gespielt, in der das noch ging, mit dem Wood ankaufen. Also Spiffing Brit hat halt einfach Holz angekauft für irgendwie 20 oder so. Hat das einfach alles in die Stadt geballert und da dann einen Carpenter gebaut. Und hat dann irgendwie 5.000 pro Tag bekommen. Von dem einen Ding. Ich kann bestätigen, das ist nicht mehr möglich. Ja, aber trotzdem sind noch jede Menge andere Sachen im Spiel drin. Was aber auch klar ist, weil Early Access hat er dann auch gesagt und dann ist okay. Ja. Erdbeeren naschen. Ich habe lieber mein Käffchen. So, ich könnte ja ein wenig produktiv sein, bevor der Rest da ist. Das heißt, ich laufe einfach rum und demonstriere euch mal den Quick Dialog Mod. Quick Dialog? Faster Dialog. Irre praktisch. Irre, irre praktisch. Also er macht 43 Seeräuber ist dann doch zu viel. 4 sind zu wenig. Ja, ich bin pingelig. Definitiv. Ja, 442 plus ist okay. Ich dachte schon, das wäre ein Alrik. Die DSA-Spieler werden wissen, was ich meine. Alriks sind überall.
Leck. Komm schon, gib mir ganz viele Seeräuber. Ja, Seeräuber werde ich nicht automatisch berechnen lassen. Das tut unseren Leuten nicht gut. Plünderer gar kein Problem, aber Seeräuber oder gar Waldbanditen. Das ist tödlich. So, hier, Plünderer, das ist super. 20 Stück, Pause. Und die werden schon gejagt von einer anderen Truppe. Aber ja, hier, so. Normalerweise trifft man auf der Karte einen Plünderer, denn lädt das Spiel. Lädt vielleicht 5 Sekunden oder was auch immer, je nachdem, was für einen Rechner ihr habt. Dann ploppt ein Bild auf mit drei random generierten Typis, die manchmal ganz lustig aussehen, zugegeben. Und dann sagt man, haha, ergebt euch oder sterbt. Und da drückt man immer drauf, weil sonst würde man die verdammten Plünderer nicht angreifen oder anticken. Und dann geht er wieder raus, lädt wieder die Oberweltkarte und dann kann man sie angreifen. Was der Mod halt macht, ist einfach nur das zusammenzufassen. Also es lädt ganz kurz, wenn man genau hinguckt oder das Spiel gerade ein bisschen laggy ist, dann sieht man ganz kurz das Aufflackern, dass da irgendwelche Gesichter generiert werden wollen oder so. Aber es ist trotzdem wesentlich schneller. Ja, und jetzt helfen wir denen, schicken einfach unsere Jungs. Fertig. Wobei das jetzt gerade noch extra. Achso, er will Hallo sagen. Hi, wir haben dir super gerne bei diesen schweren Plünderern getroffen. Was war das da oben? Das war gerade eine leere Nachricht, oder? Hi Bombe Bob und Subalu und Ripdark. Ich bin gerade nur am Rumdümpeln. Ich gab noch keine Zusammenfassung. Also genau, das war ein Sonderfall. Weil wir immer noch geholfen haben. Oh, ich trage zu viel Zeug. Warum trage ich zu viel Zeug? 442 Getreide. Ja, ich bringe das gleich zu unserer Brauerei. Könnte erklären, warum ich auch nicht ganz so schnell hinterher gekommen bin. Ne? Oh, hier Plünderer, ganz normale. Lauf mit 490 Getreide im Sack. Na gut, nicht. Tenochtitlan. Guten Morgen. Ja, guten Morgen dir auch. Ich bin heute völlig durch. Ich habe gestern noch bis um 2 gestreamt und konnte erst um 3 einpennen. Heute Morgen um 8 waren Handwerker der Meinung, draußen rumarbeiten zu dürfen. Im Kleintransporter zu 6 hier auftauchen. Also, sie werden sich auch nicht freuen, dass sie das machen müssen. Aber es ist halt scheiße von den Firmen, dass sie sowas durchpeitschen. Und es müsste auch verboten sein, oder? Weil ich denke, es ist nicht super wichtig, den Garten hier zu planieren. Aber sei es drum. So, Handel. Ich will Getreide loswerden. Ich verkaufe es auch einfach unter Preis. Normalerweise, ja, es ist sogar ziemlich unter Preis. Aber, ne, wir wollten testen. Hier haben wir eine Brauerei. Eine Brauerei braucht Getreide. Und laut der Theorie, je mehr Getreide da ist, desto mehr Kohle kriegen wir. Wir sind momentan bei die Brauerei. Zettel aufschreiben. Die Brauerei bringt 216. So. Ich verkaufe jetzt einfach alles. Ja, gibt auch eine Menge Kohle. Und jetzt haben wir 600 gleich vorhanden. So. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Derweil. Gruppe. Ich habe alles Essen verkauft. Und die sind instant am Verhungern. Wir sind noch nicht mal einen halben Tag aus dem Haus. Brauchen die ihr drittes Frühstück oder wie? Ja. Einmal mit Profis da. 23, so, und du kriegst noch ein bisschen Fisch. Hier 5 Fisch, 5 Oliven, 5 Butter, 5 Fleisch. Ja, sind alles Halblinge, oh, so richtig. Wollen alle ihre drei Frühstücke. Er wagt es, mich da schon wieder anzusprechen. Die Männer sagen, dass uns das Essen ausgeht. Junge! Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Level up! Ich musste mir Mimimi von hungrigen Leuten anhören. Das war eine interessante Erfahrung für Markus. Andererseits gut zu wissen, dass die Mechanik noch drin ist. Das gab es auch schon in Warband.
hatte ich hier bisher noch nie gesehen. Also in Warband ist es wesentlich komplexer. Deswegen ich vielleicht auch mal ein Warband-Let's Play doch anfangen sollte. Bis die Feature hier sind. In Warband war es sogar so, dass manche Leute es nicht mochten, wenn man Dörfer plündert. Es gibt manche Leute, die mochten es nicht, wenn man zu viele Schlachten verliert. Es gibt manche, die mochten es nicht mal, wenn man genug Einheiten in einer Schlacht verloren hat, obwohl man gewonnen hat. Also sie mochten keine blutigen Schlachten. WTF. Ja, solche Sachen halt. Das gut. Aber hier, jetzt ganz normale Plünderer. Wir sagen einfach nur seine Truppen. Also wir könnten auch regulär angreifen, aber ich wollte gerade nicht. Gibt's hier auch? Oh, sehr gut. Habe ich bisher noch nie gehabt. Aber vielleicht suche ich mir auch die Helden raus, die einfach ein bisschen skrupelloser sind. Apropos, Markus ist echt böse geworden. Der hat auch schon mal getestet, wie das jetzt so mit Karawanen überfallen ist, Bauern überfallen ist und Dörfer plündern. Und wir haben es nach halb, also kann ich anfangen zu erklären. Sehr schön. Nimm. Alles mit. Oh, die Modding-Community geht übrigens schon richtig ab, ne? Also nicht nur jetzt Deutschmod und dieses Faster Dialog, es gibt auch noch jede Menge Balancing-Mods, wobei ich da sehr vorsichtig bin, weil ich finde das eigentlich so schon ganz okay bisher. Es gibt auch noch welche, die einen Auto-Loot haben, dass man nur F drücken muss, dann nimmt er automatisch alle Gefangenen, nimmt automatisch alles an Loot, um das noch zu beschleunigen, solche Sachen. Ja, das werde ich auch im Auge behalten, falls das interessant ist beim Zupacken. Herr der Ringe-Mod, ernsthaft, jetzt schon? Ah, Gott. Was ich gerne hätte, dass man von überall, also die Rekruten von überall, die Bauern, zu einem Ding machen kann. Weil ich mag es nicht, Vlandia-Einheiten zu haben und Batania-Einheiten zu haben und sowas alles. Das wäre noch für mich sehr, sehr schön. Aber gut, Zusammenfassung von Markus. Gestern Nacht oder heute Morgen, je nachdem, musste ich ja noch einmal neu starten, weil das Rote Reich... So, ich muss nicht M drücken, muss noch rauscrollen. Das Rote Reich hatte die halbe Karte. Also hatte das hier alles erobert und hat schon vier Reiche komplett zerstört. Und das Blaue Reich hatte hier alles sich geschnappt. Das heißt, wir hatten fast nur noch zwei Fraktionen. Ist ein bekannter Bug, ist auch inzwischen gefixt. Und das Problem war dann, ich war Teil der Roten. Und ich habe abgesehen, dass die Roten die Weltherrschaft an sich reißen werden und das wäre dann langweilig. Also wollte ich die Roten verlassen und mein eigenes Königreich gründen, um dann gegen die Roten zu kämpfen. Allerdings, sobald ich versuche, das Königreich zu verlassen, ist das Spiel gecrashed. Immer. Also egal, ob ich meine eigenen Dörfer behalten habe, egal, ob ich sie ihm zurückgegeben habe, ist vorbei. Deswegen habe ich neu gestartet mit Markus. Dem jungen Mann hier, den man aus meinem Skyrim Roleplay Let's Play kennen könnte. Da, der gute Markus. Sieht sogar einigermaßen ähnlich aus. Er ist spezialisiert nicht unbedingt auf Nahkampfwaffen. Also er wird noch einhändig ein bisschen lernen, wegen Duellen und dergleichen. Geht mit dem Speer auch nicht wirklich gut um, aber er könnte es relativ flott lernen. Fokus ist bei ihm eigentlich der Bogen, wenn er überhaupt selber kämpft. Ich muss gestehen, ich habe sehr viel einfach die Truppen machen lassen. Er kann entsprechend gut reiten, er hat angefangen zu schmieden, aber ist noch nicht besonders hoch. Er hat Taktik, aber noch nicht besonders viel. Handel. Ich habe zwei Sachen noch nicht verteilt. Da wollte ich euch auch mit dabei haben. Beim Handeln könnte ich jetzt entweder Verkaufspreis von Ausrüstung nehmen oder von Gütern. Letztes Mal hatte ich Güter genommen, aber 5% ist halt echt nicht so viel. Ne? Ich glaube, wir looten mehr wertvolle Ausrüstung. Ja, also das nehme ich dann wahrscheinlich. Und beim Verwalter, Gouverneur, das heißt, man müsste wirklich sich einsetzen als Gouverneur von einer Stadt oder was auch immer, dann kriegt man mehr Steuern von Dörfern. Wobei Dörfer nicht so super viel gebracht haben. Und nur die Städte haben viel Geld gemacht. Aber die Dörfer, glaube ich, ging so. Na gut. Und oder sonst höchste Autorität. Gang-Anführer. Ich habe keinen. Also ich weiß, was ein Gang-Anführer ist. Aber von der Spielmechanik her weiß ich jetzt nicht, wie das umgesetzt ist. Weil ich weiß, wenn man eigene Güter hat, also eine Burg oder eine Stadt, kann man sich selber oder einen seiner NPCs als Gouverneur einsetzen. Das ist dann sein Titel. Gouverneur. Deswegen da in Klammern. Es gibt auch Sachen, da steht dann hinter Speer. Das zählt dann nur, wenn die Person aktiviert ist als Speer. Sonst würde da stehen persönlich, so wie hier. Das zählt also nur für ihn. Oder es gab auch noch irgendwo einen Gruppenblöb. Ich glaube bei der Medizin. Hier, Gruppenmitglieder. Zählt einfach für alle Gruppenmitglieder dann. Ja.
Ja, ich weiß halt nicht, wo man, wie man Gang-Anführer werden könnte. Außerdem könnte er kein Gang-Anführer werden, weil er ja der Hauptleiter ist. Mal gucken. Tri sagt: Hallo zusammen, gut, dass zurzeit nicht so viel los ist im Büro. 5 Stunden Giro auf YouTube wäre sonst schwer zu handeln. Jo. Es tut mir leid für die Leute, die eher Factorio und Dungeon Master und XCOM mehr gucken möchten. Aber ich versuchte halt eine Folge pro Tag zu halten, so einigermaßen. Das wird sie auch wieder beruhigen. Gang-Anführer gleich Clan-Leader? Okay. Das heißt, ihr kriegt plus ein Einfluss, wenn Herrscher. Also plus ein pro Tick, weil ein Einfluss ist nicht wirklich viel. Aber ja, mehr Einfluss haben ist schon praktisch, denke ich. Du hältst plus einen Einfluss als Vasall. Ja, Markus will nicht lange Vasall sein. Also ich habe eigentlich gar nicht vor, Vasall zu sein. Ich muss mal gucken, wie die Mechanik da ist. Mercenary, ja. Das passt auf jeden Fall zu ihm. Ich glaube, als Mercenary kann er als Mercenary eigene Armeen zusammenführen. Weil ich habe heute gelernt, dass man den Führungsskill primär dadurch hochbekommt, dass man eine Armee führt. Dazu muss man eine andere Truppe mit seiner eigenen Truppe digitieren zu einer Armee. Und dann soll das wohl recht schnell hochgehen. Main Question vorbereitet? Nein. Nada, nix, gar nix. Weil ich euch die Geschichte vorlesen wollte. Die hatte ich ja letztes Mal wild durchgeklickt. Jetzt wollte ich das nach und nach vorlesen. Gelten Speere als Stangenwaffen? Jep. Dann könntest du für Nahkampf einen Speer und Schild nutzen. Speer ist im Nahkampf absolute Grütze. Sorry. Speer und Schild, ja, Grütze. Da komme ich mit jedem Schwert locker ganz schnell, ganz super hinterher und hau den weg. Heute schnell und easy durchspielen, die Main Quest. Ja, nee. Main Quest ist kein Fokus. Wenn ich ein Ausrufezeichen sehe, gehe ich hin, lese einmal vor, mache ich dann sporadisch. Es geht primär darum, eine gute Einnahmequelle zu haben, den Clan-Level auf 3 zu bringen. Ich bin momentan 2. Ich gehe hier mal kurz raus. Tipp. Genau, auf 3 zu bringen. Wir werden irgendwo als Mercenary arbeiten, um diese Armeen zu verknüpfen. Und wenn wir dann Clan-Level 3 haben, dann pushen wir die Main Quest ein bisschen mehr. Ja. So, ich habe leider nur 3 Begleiter. Ich habe noch keinen guten. Also er ist, genau, er ist Scout. Sie ist Heilerin und sie ist ein Messer. Sie habe ich primär dabei, weil sie Banditentum recht hoch hat. Und es gibt manche Missionen, wenn man da NPCs hinschickt, brauchen die einen hohen Skill beim Banditentum. Wie sieht es mit Heiraten aus? Jo, ich will unbedingt Kinder haben. Das habe ich ja noch nicht angefasst, deswegen, weil ich euch dabei haben wollte. Also er ist noch Single und kinderlos und überhaupt alles los. Da gucken wir uns denn mal eine hübsche Dame raus. Genau, also das sind bisher nur 3 Begleiter. Wir halten die Augen offen nach jemandem, der Ingenieurwesen kann. Und wir halten die Augen offen nach jemandem mit einem hohen Taktikwert. Damit wir den denn zum weiteren Truppführer machen können. Ich komme noch nicht klar, wie die Gesichter aussehen. Ja, vor allem die Augen, die schielen recht häufig und machen komische Sachen und so. Gibt es aber auch schon Mods für. Ich wollte nur noch nichts installieren davon. So, wir haben eine Gruppe. Das ist die Langmesser-Lady. Wir können leider noch keine zweite Gruppe erstellen. Wir haben keine Lebensgüter und wir haben 3 Workshops, die so mehr oder minder was produzieren. Ich habe am Anfang des Streams, der ja offiziell noch gar nicht aktiv war, weil das noch gar nicht half war, schon ein bisschen erklärt. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, man sucht sich eine Stadt raus, die irgendwelche Güter produziert. Also die Dörfer produzieren Güter, zum Beispiel Weizen. Und dann sucht man sich raus, was stellt Weizen her? Aus Weizen wird Bier hergestellt. Und dann baut man halt eine Brewery. Ich habe das gemacht und das war nicht besonders viel Cash. Nächstes Argument war, was ich so online gehört habe von anderen Streamern, dann kauf einfach Weizen, Weizen gibt es überall, für 9 Dinare oder so und baller es in die Stadt, auch wenn du Verlust machst. Und dadurch sollte es dann mehr werden. Es wird es auch ein bisschen, aber nicht mehr wirklich viel. Fertig. Ich habe jetzt eben gerade mit den anderen zusammen 500 Weizen verkauft in Pravent. Oh, Plünder.
each. Das heißt, ich warte jetzt so 2-3 Tage und gucke dann nochmal auf den Preis. Ich hätte mir 216 aufgeschrieben, dass wir 216 verdient haben pro Tick. Nicht mit denen da zusammen. Ne, es sind nur die 19 Stück. So. Also ein paar Tage warten und gucken, ob es mehr als 216 geworden ist. Wenn nicht, dann können wir definitiv sagen, es bringt nichts, einfach mehr Ressourcen reinzuballern. Oh. Okay, warte. Dann probiere ich mal kurz die hier rauszunehmen. Mikro ist gut. Warte nun. Nehme ich die wieder rein. Hier klingst du auch normal. Wie hier klingst du auch normal? Achso. Dann hat wohl nur... Ah, jetzt sind die Dinger aus. Bluetooth. E-Technik verbinden. Hallo, hallo, hallo. Verbindung mit hergestellt. Das hat nicht geklappt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät auffindbar ist. Ja. Einmal deaktivieren. Ja, Tollpatsch, wird wohl an dir liegen. Oder du hast ein, keine Ahnung, 500 Euro Headset und die anderen haben keine. Aber das denke ich mal eher nicht. Also weil selbst das keine solche Riesenunterschiede machen sollte. Musik ist verbunden, das klingt gut. Ah, ich höre wieder was. So, fertig. Nein. Ursel meint, für mich klingst du wie immer. Ob du normal bist, werde ich nicht beurteilen. Sehr gut. Genau, wir haben nämlich alle die 500 Euro Kopfhörer. Nein, 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 niemand sollte 500 Euro Kopfhörer benutzen. Also ich habe ziemlich gute gesponsert bekommen. Also nicht von den Machern, sondern von Zuschauern. Die waren auch so im Dreh von 200 Euro. Und die sind auch schön und so, aber mehr würde ich auch... Also erstmal würde ich selber nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil das ist ziemlich viel Geld, aber ja. Okay, alles mit, fertig. So, was sollte ich noch so zusammenfassen? Skills bin ich schon einmal durchgegangen mit euch, aber ich habe sie nicht ganz verteilt. Ich habe noch 2 Fokuspunkte über. Ich habe auch eine Sache nicht bedacht. Die Level sind hier nicht pro Kill oder pro Quest oder sonst irgendwas. Die hängen komplett nur ab von den Skill Gains. Das heißt, wenn ich wenn ich ein Level-Up jetzt haben wollen würde, bräuchte ich 49 weitere Skillpunkte. Das heißt, wenn ich jetzt einfach 2 Händer nehme, da könnte ich noch 15 Punkte machen. Dann wäre ich schon mal, ne, Drittel durch meinem Level durch. Heißt also, Stinger hatte natürlich gestern recht, als er meinte, man kann alles lernen. Man sollte dann vielleicht sogar die Fokuspunkte auf Sachen legen, die man absolut nicht kann und wo noch hier ein sehr breiter grüner Balken ist. Damit man die Punkte einfach schnell sich zusammensammeln kann und dadurch den Level-Up bekommt. Und durch den Level-Up bekommst du wieder einen Fokuspunkt und mit dem Fokuspunkt kannst du dann wieder was anderes hochleveln. Und durch das Hochleveln von dem Skill kriegst du dann wieder ein Level. Genau. Und er müsste einfach mal ein bisschen mehr laufen und von seinem hohen Rost runterkommen. Ja, das höre ich öfters. Ja, jetzt habe ich hier ist noch recht viel zu tun. Wobei Charme habe ich mit Ashlyn nur bekommen, wenn wir Herrscher freigelassen haben an der Schlacht. Setti One fragt, um auf den Namen des Chars zurückzukommen, wirst du vielleicht jetzt, wo du mehr Zeit hast, für YouTube nochmal ein Skyrim-LP starten? Hatte ich kurzfristig überlegt. Ja, kein Roleplay, sondern ein Let's Play, also wo ich nicht wieder Markus spiele und alles, ne, einigermaßen in Charakter mache. Also schon, war schon recht extrem bei Markus. Auch mit Schlafen gehen und Essen und so weiter. Wenn, dann würde ich mir eher so ein sehr schweres Modpack suchen, was tierisch viel Content hat. Und das dann einfach Powergame. Das wäre eine Idee gewesen. Aber dann hat er halt
Gronkh schon sein Ding da angefangen und ich werde nicht das gleiche machen wie Gronkh, der wird, ne, das passt nicht. Ja. So, ich bapp dann einfach mal Punkte auf. Verwaltung, weil er später auch Gouverneur sein wird. Und hier Gang-Anführer, ne? Genau, Einfluss. Blub. Das, dadurch hat er jetzt ein höheres Cap und wir können jetzt nochmal 31 Punkte bekommen. Dann sind wir schon fast zur Hälfte durchs Level durch. Über die Hälfte zum Level durch. Und Medizin hat er noch Platz. Ingenieur kann ich nicht so schnell steigern. Zumindest wüsste ich nicht, wie ich schnell steigern könnte. Reiten haben wir noch Platz, Bogen haben wir noch Platz. Nur den letzten Punkt bewahre ich mir auf. Wo wäre der Haken, wenn du etwas machst, was auch Gronkh macht? Das ist so ein Nachläufertum. Also es ist denn ja nicht, weil er es macht und ich denke, ich kriege deswegen mehr Views oder was. Aber es hat einen bitteren Nachgeschmack irgendwie. Ich mache halt nicht gerne Dinge, die andere auch machen. Okay, hier macht es mir einfach tierisch Spaß und deswegen mache ich es. Aber da wäre es halt komisch. Wie wäre es mit Enderal? War okay. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Tut mir leid. Außerdem war Enderal noch die alte Skyrim-Version, nicht Skyrim Extended. Das heißt, sie wird alle Nase lang abstürzen. Ja. Na gut. Ich soll also ein bisschen mehr zu Fuß gehen, sagt er. Und ich muss hier testweise mehr Banditen und Plünderer und so weiter jagen. Um zu gucken, ob Pravent, oder wie das heißt, mehr Umsatz hat, wenn weniger Banditen hier sind. Na, jetzt hat er sich angeschlossen. Ja gut, dann kann ich das Auto berechnen. So, so. So, die da sind jetzt meine. Diesmal habe ich auch keine 500 Säcke Getreide dabei, die das Ganze blockieren. Nee, nee, ich will diesmal selber kämpfen. Hast du gerade den Kampf berechnet und 3 Einheiten verloren? Nee, gegen... Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet, das waren keine Looter. Also ja, eventuell habe ich Einheiten verloren. Runter, er muss laufen. So, dann gucken wir nochmal. Je schwieriger der Schuss ist, desto bessere Exp bekommt man angeblich. Sieht doch gut aus. Wobei es jetzt keine wirklich schweren Schüsse sind. Athletik auf 16. Das ist mir auch aufgefallen, wenn man auf dem... Wow. Wenn man auf dem Pferd sitzt und schießt, kriegt man primär Reitenerfahrungspunkte und keine Bogenerfahrungspunkte. Anscheinend, wenn man auf dem Boden ist und schießt, bekommt man primär Athletikerfahrungspunkte. Ja, das sind jetzt keine schweren Schüsse mehr. Achso, ich habe noch keinen Killerbogen. Nicht mal ansatzweise. Das ist ein Popelbogen hier, weil ich kein Geld habe. Achso, ja, ich könnte anlaufen. Ja, sehr gutes Argument von Vollpatsch. Zielgruppe. Deswegen werde ich vermutlich auch, wenn ein... Es soll ja kein neues Dark Souls rauskommen. Aber wenn jetzt mal wegen Bloodborne 2 rauskommt, was ich tierisch liebe. Sonst hätte ich da nicht meine Geschichte drüber geschrieben. Achso, raus. Werde ich dazu keinen Let's Play machen nahe des Releases. Den Fehler habe ich gemacht bei Dark Souls und das hat solche komischen Leute auf den Kanal geholt. Die alle nur am Rumtrollen sind und haten und klugscheißern und das hat absolut keinen Spaß mehr gemacht. So, fertig. Alles mit. Jo.
Ja, also ein bisschen so Skills bekommen für die Level-Ups. Ich bin jetzt wesentlich entspannter, was das für Skillen angeht. Also ich dachte echt, ich hätte Ashlyn in den Sand gesetzt durch die Verlegung der Fokuspunkte. Aber wenn man so das Gefühl dann hat, dass man nicht mehr vorankommt, dann sollte man einfach in der Übersicht hier die Fähigkeiten raussuchen, wo noch grüner Bereich ist und die dann einfach scalen. Das heißt, ich hätte jetzt noch einen Punkt über. Wenn ich das jetzt steigern würde, hätte ich hier richtig viel. Das wären dann 45 Punkte, also fast ein ganzes Level dafür. Fertig. So, ich sollte wieder zurückgehen in der Nähe der Stadt, damit halt die Banditen alle da weggemerzt werden und die Stadt schön ihr Weizen bekommt und Bier verkaufen kann und wir dann mehr verdienen entsprechend. Und wenn wir mit den Testereien durch sind, was die Workshops angeht, dann will ich auch runter wieder in die Wüste und da dann ein bisschen plündern und die böseren Spielmechanik mit euch so genauer betrachten. Und hier scheint es jetzt aber schon ziemlich gut abzugehen, also mit neutralen Einheiten. Fünf Seeräuber. Ja, die sind viel zu schnell, ne? Ja, er ist jetzt schon weg. Da ist jemand am Rekrutieren. 11 Plünderer. Die können die erwischen. Ah, ich habe wieder Gefangene dabei. Da müsst ihr mich doch dran erinnern, auch wenn ihr es gar nicht wissen könnt. Immer Gefangene verkaufen. Ja, dann mache ich noch eine Schlacht. Die dreimal gerade. Ach ja, die Let's Player, die nur Spiele wegen Hype spielen, ob das Spiel zu ihnen passt oder nicht. Ja, mag ich absolut nicht. Und vor allem Leute, die sich so zwanghaft wirklich verstellen, um einen auf cool zu machen oder auf dicke Hose zu machen oder wirklich Sprüche klopfen, des Sprüche klopfens wegen, die kriege ich einen Hals. Da musste ich heute auch leider. Ich habe einfach Bannerlords geguckt, wer alles streamt und bin hier nach und nach durchgegangen und das sind fast alles Klone voneinander. Das ist. Meh. Anstatt einfach ihr Ding zu machen. Ne. Die glauben halt, sie können nur irgendwie durchstarten oder gut Zuschauer bekommen, wenn sie genau das gleiche machen wie alle anderen auch. Und dann wird das nichts. So, diesmal auf mal Jungs achten. Ja. Also die Looter machen nicht viel Schaden bei denen, wenn sie da vorne ankommen. Aber gerade die Rekruten oder so könnten doch mal eingewischt bekommen. Und das muss ja nicht sein. Oh, ich habe am Anfang auch erwähnt, was dann ein, zwei von euch entsprechend nicht mitbekommen haben werden. Der Death Counter ist quasi gefixt. Also die Mods können jetzt Ausrufezeichen Death Plus machen. Dann kommt plus einen Kill. Und mit Ausrufezeichen Death 0 wird es auf 0 zurückgesetzt. Das kann ich also vor jedem Stream machen. Nitram sagt, Problem ist, dass sie damit relativ Erfolg haben, Gero. Ja, es gibt da einen schönen Spruch, der ist eigentlich für die Bild-Zeitung gemacht worden. Aber den kann man auf sehr viele Sachen anwenden. Und der geht folgenderweise. Frisst Scheiße, 1000 Fliegen können nicht irren oder Millionen Fliegen können nicht irren. Das trifft es sehr gut. Nur weil viele Leute irgendetwas mögen, heißt das nicht, dass es gut ist. Fertig. Ja, Victory! Sound ist okay, oder? Fertig. Nimm, 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 da. So, wie viele Tage waren das jetzt? 3, 4 Tage? Seitdem ich die Zahl aufgeschrieben habe? Sound ist ein bisschen leise. Okay. Welcher? Musik oder Schlachtlärm? Schlachtmusik ist gut. Was anderes ist höher, das sollte eigentlich passen. Ihr wollt bloß, dass ihr noch mehr Victory grölen, ne? Deus Vult fehlt noch. So, ich muss gar nicht rein. Ich
kann ja einfach hier gucken. So, wir sind Brauerei von Praven bei 210. Angefangen haben wir bei 216. Es waren 216 plus jeden Tag. Dann habe ich 500 Weizen reingeschmissen, das man angeblich braucht, um Bier zu stellen, herzustellen. Und es ist runtergegangen. Ja. Also ich denke, Mythbuster-mäßig können wir das widerlegen, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, woran wird es jetzt liegen? Also es beeinflusst es auf jeden Fall. Wenn keine Ressourcen da sind, dann sind die Preise richtig grottig. Aber es gibt wohl so eine Art Softcap, auf dem ich jetzt bin. Und das geht erst höher, wenn dann vielleicht die Wertigkeit der Stadt höher wird. Aber das kann man jetzt nicht so kurzfristig überprüfen. Eventuell kauft ja keiner Bier und die Lager sind voll. Stimmt, das wollte ich auch noch überprüfen. Ich hätte auch meine Liste da gemacht, ne? Also es muss genug Weizen vorhanden sein, das Bier muss verkauft werden, eventuell wie wohlhabend die Stadt ist und dann noch wie viele Banditen und ähnliches in der Gegend unterwegs sind. Und hallo Zimmy und System D2. Geht in beide Richtungen, selbst Meinung bilden, ja. Meinung bilden ist immer so eine Sache. Die meisten Leute copy-pasten sich nur ihre Meinung von irgendeiner coolen Quelle, die sie kennen. Also ich habe da zum Beispiel einen bei mir im Bekanntenkreis, da weiß ich eins zu eins jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, woher das kommt. Also aus welcher Comedy-Show oder aus welcher Politiksendung oder was auch immer. Aber da ist so gut wie nix eigene Meinung. Und das ist dann ein bisschen schade. Leiko sagt, ich denke mal, das Wohlhaben ist wichtig. Je wohlhabender die Stadt, desto besser sind ja auch die Truppen, die du rekrutieren kannst. Echt? Oh, das wusste ich noch nicht. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja genug Einkommen. Wir sind gut im Plus. Wir haben jetzt 20.000 Goldmünzen. Das reicht erstmal, um ein bisschen shoppen zu gehen. Dann gehen wir runter und ich zeige euch mal ein bisschen das Plündern. Wobei das nicht so super effektiv ist, zumindest das, was ich bisher getestet habe, verglichen mit Warband. In Warband konntest du ein Dorf überfallen und da war dein Öl drin oder irgendwelche anderen Sachen, die 500 Dinare pro Stück gebracht haben. Das ging schon ziemlich ab. Weswegen ich es auch nicht mehr gemacht habe dann. Ich habe dann eher die gute Schiene gefahren, die Paladin-Schiene, wo sich alle Helden aufregen, wenn man sowas macht. So also als extra Schwierigkeit dann. Fertig. Achso, Gefangene nehme ich jetzt wieder nicht mit. Das ist ja auch so ein Auf und Ab. Also Ashlyn hatte am Anfang alle mitgenommen, weil sie keine Kohle hatte. Dann hat sie keine mitgenommen, so wie Markus jetzt, weil es zu nervig ist und das immer zu langsam wurde. Und dann hat sie am Ende doch wieder welche mitgenommen, weil man sie dann im Kerker abgeben konnte für Einfluss, heißt es auf Deutsch. Allerdings bringt jetzt Einfluss noch nichts, deswegen weiß ich noch nicht. Fertig. So, gehen wir einmal rein, verdicken alles. So, nicht die Sachen, die man einschmelzen kann. Nicht das Essen. Aber den ganzen Kram. So. Pferde. Ja. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir eine eigene Burg erobern, denke ich. Deswegen, wir können weiter eine Kavallerieeinheit aufbauen. Habe ich jetzt auch schon angefangen. Die sind so teuer. Durchschlagende Pfeile. Ja, wie ihr sehen könnt, Ashlyn hatte eine Kopfrüstung mit 57 Rüstungswert. Er hat noch nicht mal ordentliche Schulterdinge. Ja, aber da merkt man halt. Das ist richtig gut und kostet gar nicht so viel. Her damit. Aber da merkt man halt, dass die ersten Spielstände von den früheren Versionen nach Release ziemlich imbalanced waren. Also sie konnte sich alles aufkaufen. Sie hätte sogar am Ende die Hunderttausender Pferderüstung da kaufen können. Das ist. Nee. Hi, Leporte. Lang nicht im Chat gesehen. Also nicht in dem Chat hier. Sondern eher Steam, ne? Kettenfäustlinge ist ein bisschen teuer. Pferdegeschirr, wir brauchen alles noch. Aber alles zur Zeit.
Mein anderer Name ist System D2. Oh. Corporate Identity. Immer dieselben Namen benutzen. Überall in jedem Spiel. Oder jedem, was auch immer. Und ja, ich habe auch einen anderen Künstlernamen noch. Aber trotzdem, das ist doch für was anderes. Was aber echt doof ist. Weil gerade wenn ich irgendein neues Online-Spiel mal reinschnupper und dann jemand meinen Namen benutzt oder Talana. Okay, Talana ist bekannt, das wusste ich vorher gar nicht. Das ist in irgendeiner Gegend der Welt sogar ein relativ verbreiteter Name. Aber Gerugon gab es vorhin definitiv nicht. Und jetzt ist der manchmal blockiert und das ist doof. Also bitte sowas nicht machen. Oder wenigstens ein X hinten ranhängen oder so. Wobei Gerugongs komisch klingt. Warum blinkst du? Ah, wir können aufstufen. Shift nicht vergessen. Wir brauchen Kriegspferde. Wir brauchen immer Kriegspferde. Hier reichen normale Pferde. Und normale Pferde. Ich glaube, letztes Mal hat Gerugon bei Steam auch einen anderen Profilnamen gehabt. Ja, das war noch vor meiner Streamzeit. Also vor meiner Streamzeit und vor Let's Plays und all sowas. Das ist ein ganz alter Name von mir. Evil Genius Remake. Ja, habe ich auch gesehen. Also Evil Genius Remake und Rogue Legacy 2 habe ich auch auf Twitter repostet, reblockt, retweetet. Genau. Da bin ich auch gespannt. Das mochte ich sehr gerne. Das ist auch ein super Spiel für zwischendurch. Hallo Zombiefutter. Bloop. Ich rutsche irgendwie im Stuhl schon wieder weiter runter. Ich bin immer noch fasziniert von anderen Leuten, was für ein Setup die haben als Streamer, also die professionellen Streamer, mit diesen Tischen, die hochfahren können und Licht, das auch von vorne kommt, ohne sie zu blenden, wo man ja nicht von beiden Seiten zugeballert wird und es gibt so viel Schnickschnack da. Oder auch die so extra noch so Boxen um sich rum haben mit irgendwelchen Grafiken und was da oben aufploppt, wenn jemand abonniert und so und animierte Banner und ja. Ich habe keine Zeit für sowas. Aber ich muss mal Leute finden, die das machen. Ich glaube, Matadisa hatte sich schon angeboten wegen Grafiken. Müssen wir mal gucken. Der Befehl Zombiefutter ist Uptime. Ich glaube, Ausrufezeichen Uptime. Ich finde, das braucht man nicht. Ja, den meisten Schnickschnack brauche ich auch nicht. Aber zum Beispiel dieses oben, der Zombie-Typi, der da ankommt, da hätte ich gerne irgendwas Eigenes, irgendwas, was zu meinem Kanal passt. Und vielleicht auch einen nicht so aufdringlichen Sound wie dieses Plingen. Suvalu sagt, apropos Licht, du hast wieder Farbe im Gesicht heute. Ja, ich habe es hinbekommen, die Einstellung von der Kamera hinzubekommen. Also zu biegen. Ich weiß echt nicht, was damit los ist. Ich musste vor fast jedem Stream alles immer neu einstellen, die Hälfte ging nicht. So, wir wollen weiter runter. Zu den Leuten, die uns hassen. Die da. Und da werde ich... Oh, warte. Da bin ich. Da werde ich dann ein bisschen... Stopp. 42 Plünderer. Die muss man mitnehmen. Hehehehe. Jo. Sehr gut. Keine Gefangenen. Yep. Die nehme ich nicht mit, nein. Uff. Die 23 nehme ich mit, dann kaufen wir hier noch Pferde, eventuell sogar Kriegspferde. Genug Geld hätten wir ja. Um dann die besseren Ritter zu bekommen. Das macht echt einen riesen Unterschied, weil die kippt man nicht so leicht um, wenn da mal ein Wurfspeer angeflogen kommt oder dergleichen. Muss das ein animiertes Etwas sein bei den Alerts? Nö. Aber eine Animierung zieht das Auge eher dahin. Das heißt, ich achte eher drauf. Weil das wäre doof, wenn irgendeine große Spende oder so reinkommt. Ich bekomme das nicht mit. Das wäre dann unhöflich.
Sowas halt. Senden. So, was haben wir noch? Es gibt ja für Rogue Legacy auch einen Mod, den man jetzt beim Launch auswählen kann. Hast du da mal angeschaut? Nein, habe ich nicht. Was macht der? Das klingt gut. Nitram fragt, was denkst du eigentlich über Baldur's Gate 3? Ich denke, es wird floppen. Ich habe auch nichts dazu weiter angeguckt. Ich glaube nicht, dass sie einen adäquaten Nachfolger hinbekommen. Ganz einfach. Nichts aus der Branche, aus der Welt von AD&D hat mich irgendwie angesprochen. Die haben das alles in den Sand gesetzt. Auch die Online-Geschichte und so, das ist alles völlig kitschig, animierter Kram. Also fast schon Anime-Style mit total übertriebenen Waffen und alles auf Zielgruppe 13 bis 17. Und nee. Ja, also deswegen, ich habe da absolut null Erwartungshaltung. Eventuell werde ich positiv überrascht, das wäre schön, aber bis dahin ignoriere ich es komplett. Sadie One sagt, ich schaue dich seit 7 Days to Die. 9.1? 0.1. 7 Days to Die, stimmt, das habe ich auch eine Weile gespielt, ja. Ist auch ein super Projekt. Na gut, das kommt mit. Also gerade bei 7 Days to Die die Horden, darauf lief es ja immer hinaus. Mit den schön verbunkern. Ich hatte, als ich jetzt angefangen habe, wieder zu streamen, gleich am Anfang bei der neuesten Version von 7 Days to Die reingeschaut, aber nur einen Stream, noch nicht besonders lange. Hatte ich irgendwie nicht die Muße zu in dem Moment. Aber es soll da sehr gute Mods für geben, die das Ganze noch komplexer machen. So, hier wollte ich jetzt nach Pferden gucken. Kriegspferd, ja, kaiserliche Charge, die kosten nur 600. Das ist halt auch krass, weil es geht ja nur da unten um da Kriegspferd bei Pferdetyp. Das heißt, für die Truppen ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein super-duper Kriegspferd ist oder nur ein popeliges Kriegspferd. Aber die Preisschwankungen sind halt extrem. So, die nehme ich alle mit. 3000 Gold, ja, ist okay. Tacker, tacker, für schön viel Moral durch verschiedenes Essen. Alkohol ist immer gut bei Truppen. Fisch. Shiftling. Ja, Osul, ich weiß. Ich vergesse es immer wieder. So, jetzt mit den Pferden können wir einen Ritter zu einem Champion machen. Das will ich nicht, weil er ist ja schon beritten. Ich will die guten Pferde primär nutzen, um Einheiten, die noch kein Pferd zu haben, ein Pferd zu geben. Zum Beispiel die Gesetzlosen. Die Gesetzlosen werden instant in Wegelager mit einem guten Pferd. Da, bam, auf 21 hoch. Sowas will ich haben. Wächter, die brauchen normale Pferde. Oh, die fressen sowas von Pferden. Die werden zu Speeren. Speer... Berittene Soldaten, Wegelagerer. Ah, sieht doch schon gut aus hier. Gerade hier die Söldnerspeer. 12 Stück insgesamt. Gibt es dafür nicht eine Mod? Wegen Shift-Click für Gero. Ernsthaft? Okay. Whoop TV. Raided mit 8 Leuten. Namen zusammen. Wir sind gerade am Vorbereiten, unten im Süden ein bisschen rumzustänkern. Da will ich mal die dunkle Seite von Markus zeigen. Wobei Markus eigentlich komplett dunkel ist. Weil mit Ashlyn, dem Charakter vorher, haben wir nicht so viele böse Sachen gemacht. Und jetzt würde ich ganz gerne Dörfer verbrennen, Karawanen überfallen und solche Sachen halt. Und mal gucken, wie profitabel das ist. Weil in Warband ging das richtig ab. Das war viel zu überpowered. Wobei man das auch teilweise musste, um an genug Ressourcen zu kommen. Raid! Ja. Oh, ich wurde gerade von was angegriffen, weil ich nicht hingeguckt habe. Oh. Was hast du denn so? 60 Infanterie. Aber da sind Rekruten und so Gedöns bei. Das könnte klappen.
Boah, es würde richtig viel Loot geben. Setti One sagt, hattest du nicht gestern gesagt, dass du nicht so viel Kaff haben wolltest, Gerugon? Ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich Bogen erobern wollte und Bogen halten wollte. Das war das Ende von Ashlyn. Da hatte sie ja eine Burg und zwei Dörfer und wir wollten uns unabhängig machen. Und da wollte ich halt die gesamte Garnison vollstopfen mit Infanterie und Bogenschützen, weil Kavallerie hätte da nichts gebracht beim Verteidigen. Vollpatsch fragt, wie hat sich dein Workshop jetzt entwickelt, also mit dem Getreide? Also wir waren bei 216, ich hatte 500 reingetan, 4 Tage später sind wir bei 210 und jetzt sind wir bei 170. Ja. Ja. Ich greife den... Was ist das hier? Versuchen Sie zu entkommen, versuchen Sie zu entkommen. Angriff. Also verliere ich jetzt eventuell gleich alle meine Pferde wieder. Ich soll mich so viel auf den Chat gucken. Also nicht, wenn ich auf der Karte unterwegs bin. Mit Hostgeschwindigkeit im Feindesland. Oder Stopp. Stopp, 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 stopp. Seht ihr die Zahl der Kleinen werden? Das ist ein Vollpfosten, der angeritten kommt. Die kommen alle angeritten, ne? Ach, schade. Weil manchmal, gerade früher im ersten Teil, ist die Kavallerie einfach von dem losgestürmt. Und wenn es nur zwei der Leute waren oder der Anführer selber, die kamen dann an, sind gekillt worden und dann kam der Rest irgendwann daher. Ich kann nicht sehen, wo der Pfeil landet. Oh, was getroffen. Echt viel Infanterie. Gegen echt viel Kavallerie, ja. Wusel, wusel, wusel. Ich brauche Ziele. Kein Tunnelblick bekommen, sonst trefft mich irgendwas von der Seite. Schön die Einheiten. Ah, da ist ein Pulk. Einfach in den Pulk reinhalten. Sind mehrere Pulke. Jetzt wäre eine gute Lanze gut. Aber ich habe noch keine. Ist der Bär im Busch? Nein. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Also richtig gut für die Verhältnisse. Fliehen die schon? Nee, ne? Die ziehen sich nur taktisch zurück. Ist okay. Also wenn sie fliehen, laufen sie wirklich zum Kartenrand. Das tun sie gerade nicht. Mein Schwert ist zu kurz. Ich will mein Langschwert haben. Ashlyns Schwert ist definitiv größer. Das hörte sich gerade nach Moral-Fail an. Mit dem We can't stop them. Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Fällt es gleich tot. Da habe ich ein Schild zerschmettert. Oh, Speerkämpfer, nicht zu den Speerkämpfern. Schild hoch, Schild hoch. Sah besser aus zwischenzeitlich. Jetzt eher nicht so. Schade. Schade, schade, schade. Alles an Armee verloren. Jo. Setzen. Ach ja.
weil der Anführer gefallen ist. Ja, ich hätte mich eventuell zu dem Zeitpunkt, wo ich 3-4 gekillt hatte und es einigermaßen gut aussah, zu dem Zeitpunkt hätte ich aber weggehen müssen. Oh, bitte nicht in der Stadt. Ich will vorher raus. In der Stadt dauert es immer ewig, bis man rauskommt. Ja, okay, wir sind in Kuchatz. Fortsetzen. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir kriegen währenddessen Geld. Das tickt schön hoch. Wir haben keine Abzüge bei Skills. Sowas könnte man sich sonst aus anderen Spielen noch vorstellen, dass man zu lange im Gefängnis ist.